Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder was ganz Neues, was ganz Ungewöhnliches. Ich werde heute mit Christian, dem Profi, dem Greenkeeper von Grasshopper, über meine Bodenanalyse sprechen. Er wird mir genau erklären, was da jetzt rausgekommen ist, wie die Zahlen zu verstehen sind, zu interpretieren sind. Gleich werden wir ihn hier im Chat, im Videochat begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es interessiert euch. Viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Alle guten Dinge sind vier. Ja, hörst du mich jetzt auch? Wir machen jetzt nochmal eine Testaufzeichnung, okay? Oder? Nee, die Testaufzeichnung ist perfekt. Also okay. Der Ton. Und mein Mikro passt auch. Alles klar. Alles perfekt. Also wir können jetzt starten. So, lieber Alfix, herzlich willkommen erstmal zu einem Videochat mit Christian Holig, dem Greenkeeper von Grasshopper. Es geht heute um das Ergebnis der Bodenanalyse, die Christian ja in diesem Video hier, wie ihr das hoffentlich gesehen habt, in diesem Video bei mir auf der Rasenfläche gezogen hat, also eine Mischbodenprobe gezogen hat er am 1. Dezember. Dann hat er die nach England geschickt. Und jetzt ist das Ergebnis da, 29 Messwerte, und ich werde mit Christian jetzt über diese Messergebnisse sprechen. Christian, toll, dass das hier geklappt hat, endlich. Hallo, finally hat es geklappt, super, ja. Genau, dass es hier geklappt hat mit der Aufzeichnung, wir haben ja echt gekämpft, also wenn das die Zuschauer miterlebt hätten, die hätten sich totgelacht. Ja, also wir haben jetzt auf Skype gewechselt, ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen gut, wir werden sehen. Ja, schön, dass du dabei bist. Du hast ja ein echt cooles Hintergrundbild. So soll es sein. Ne? Die perfekte Rasenfläche, und die will auch der Rasenfreak haben. Und deswegen haben wir ja mit euch gesprochen, und deswegen habt ihr jetzt hier eine Bodenanalyse für uns machen lassen, und du erklärst mir jetzt, was da passiert ist. Legen wir los, genau. Dann zeige ich jetzt mal das Ergebnis der Bodenanalyse. Das werfen wir mal auf den Bildschirm. Und das müssten jetzt auch die Zuschauer sehen, und du müsstest das jetzt sehen. Genau, ich sehe es. Wunderbar. Und genau, ich mache dich nochmal in die Mitte, dass ich mal ein bisschen ins Fenster gucke auch. Ja, ja, vielleicht erklärst du einfach, was das für eine Analyse ist und was man da draus ja ablesen kann. Genau, also wie gesagt, es ist diese Thomson & Joseph Analyse, die wir machen lassen, dafür schicken wir unsere Proben nach England, und wie gesagt, Andreas, auch für dich, du hast ja auch schon andere Proben gezogen, und da ist es halt auch wichtig für dich zu wissen, dass du jetzt nicht irgendwelche anderen Proben mit dieser Probe vergleichen kannst. Ich meine, gewisse Werte, wie zum Beispiel auch das Eisen, das wir dann ganz unten sehen, das ist in den anderen Analysen auch hoch, aber wie gesagt, ja, vergleich bitte nicht diese Probe mit deinen vorigen Proben. Also wichtig und ist es, wenn ich dich richtig verstehe, wichtig ist es, dass man immer beim gleichen Labor die Probe ziehen lässt. Genau, also wie gesagt, das ist jetzt ja auch so, wir haben jetzt diese Probe einmalig bei dir halt gezogen, also praktisch am 1. Dezember, und wenn ich jetzt andere, meine Kunden, ich meine, das sind halt schon 4, 5 Mal Analysen von den letzten Jahren gezogen werden, da habe ich natürlich dann auch einen Vergleich, und diese Proben kann ich dann auf jeden Fall immer miteinander vergleichen und da halt dann auch Schlüsse ziehen, wie läuft meine Düngung, welche Produkte muss ich austauschen. Da sehe ich dann halt einfach den Vergleich. Jetzt haben wir halt einfach das Ist-Ergebnis. Okay, gut, steigen wir mal ein. Genau, steigen wir ein. Du hast schon die Textur oben gerade farblich hinterlegt. Also genau, wie gesagt, diese Textur ist auch nicht in jeder Analyse ersichtlich. Also wir haben diese Aufzeichnung drin. Da sehen wir jetzt, dass halt den Sand, Schluff und Tonanteil. Wie gesagt, es ist viel Sand enthalten. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, was ist es für ein Sand? Du hast mir doch so ein bisschen Angst gemacht. Es war ja auch sehr klebrig, der Boden. Ja. Das war eindeutig auch zu sehen, wie schwer du auch die Bodenproben aus deiner Sonde Stecher da rausgenommen hast. rausgenommen hast. Aber klar, Sand ist eben hier ein ganz allgemeiner Begriff. Du hast mir schon erklärt im Vorgespräch, dass natürlich auch hier wahrscheinlich viele Feinsandanteile drin sein können, also sehr, sehr feine Sandkörner.
Und das müsste man nochmal genauer analysieren. Was ist denn eigentlich da jetzt als Sand wirklich vorhanden? Okay, genau. Ja, kommen wir zum pH-Wert. Also dieser pH-Wert ist der Laborwert. Ja. Die im Labor messen mit dem pH-Wert in destilliertem Wasser. Also ist der tatsächliche Wert minus 0,5. Ja. Und in dem Fall dann 6,1. Das muss man halt auch einfach wissen, dass der halt, dass man da von diesem Wert 0,5 abzieht. Du hast ja gesagt, du warst da schon wesentlich weit drunter. Ja. Unter diesem Wert, also von dem ist der Wert okay. Ja. Das ist eigentlich gar kein schlechter Wert, um das nochmal zu kommentieren. Ich habe den ersten Satz nicht verstanden. Ich sage, der Wert ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich habe mich ja sehr bemüht, hier im zweiten Halbjahr stark zu kalken. Mhm. Und anscheinend hat sich dann doch die Kalkung jetzt hier ausgewirkt. Ja. Und der pH-Wert ist jetzt in einem Bereich, wo man eigentlich ganz zufrieden sein kann. Ja, Christian, dann kann man ja gleich mal hier runterspringen, wenn man sich den pH-Wert anguckt, hier auf das Calcium-Magnesium-Verhältnis. Was sagst du dazu? 66,7%, 9,5%. Hier das Verhältnis ist 7,1. Das heißt, ich habe ja eben genau Calcium und auch Magnesium mit der Kalkung auf den Boden geschmissen. Wie stehst du zu diesen Werten? Oben steht ja auch die Summe vom Kalzium bei den Makronährstoffen. Da sind wir bei 11, also 1187. Ach, da haben wir schon einen guten Wert. Also da sieht man auf jeden Fall, dass du da gut gekalkt hast. Da ist was da. Okay. Und unten in der Basensättigung ist einfach auch wichtig, dass praktisch dieses Kalzium und das Magnesium im Verhältnis gut zueinander stehen. Und das ist jetzt eigentlich eine Punktlandung, kann man schon fast sagen. Also vom Kalzium wollten wir so zwischen 60 und 70 liegen, da sind wir voll drin. Und beim Magnesium zwischen 10 und 15. Das Magnesium ist halt ein bisschen im Defizit, aber nicht wirklich erwähnenswert. Und vom Calcium-Magnesium-Verhältnis, da wollen wir zwischen 5% und 7% liegen. Also wie gesagt, diese paar Werte hinterm Komma, die reißen das nicht raus. Wir sehen es im Balken. Kalzium ist wahnsinnig viel da, Magnesium ist ein bisschen weniger da. Und wenn halt von dem einen zu viel da ist, ist dann gleichzeitig vom anderen wieder zu wenig da, weil die sich halt gegenseitig verdrängen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man in der Düngung darauf achtet, dass diese zwei Nährstoffe immer ausreichend im Verhältnis gedüngt werden. Wie gesagt, da gibt es jetzt kein Problem bei dir. Ja. Das ist wirklich top. Und dann im Düngeplan muss man einfach gucken, dass man das Magnesium ein bisschen mehr pusht, ein bisschen mehr anhebt. Kalzium darf man auch nicht vernachlässigen, aber also ein wirkliches Kalken brauchst du jetzt heuer auf deiner Fläche nicht durchzuführen. So, okay, dann haben wir hier die verfügbaren Makronährstoffe im Boden, Phosphor, Kalium und Magnesium auch nochmal verfügbar. Ja. Was kann man dazu sagen? Diese drei Nährstoffe sind bei Tag der Entnahme im Boden verfügbar, also sprich Pflanzen verfügbar gewesen. Ja. Und wenn du jetzt unten schaust, dann das Summe Phosphor bei den Makronährstoffen, da steht ja 355 Milligramm pro Liter. Ja. Dieser Wert ist praktisch nicht pflanzenverfügbar, sondern ist im Boden also praktisch eingelagert und muss erst praktisch pflanzenverfügbar gemacht werden. Dieser nicht verfügbare Phosphor, der unten bei den Makrostoffen angezeigt wird, der wird auch, wenn du ein gutes Bodenleben hast, wo viele Bakterien, Mikroorganismen praktisch rumschwirren, die sind auch in der Lage, diesen Phosphor verfügbar zu machen. Stichwort Bodenleben. Hier stehen ja jetzt hier organische Stoffe. Ist das jetzt ein Wert, der gut oder schlecht ist? Für eine Anlage wie jetzt bei dir in dem Privatgarten ist das kein schlechter Wert. Ja. Da geht es halt einfach die organischen Stoffe, das sind praktisch, ist die Organik in der Rasentragschicht. Also sprich, alles, was da aufzufinden ist an zum Beispiel Torf. Ich meine, du hast ja auch Torf, ein Torfstück bei dir in der Fläche. Und da haben wir natürlich auch Proben rausgezogen, die mit in diese Mischprobe eingeflossen sind. Das können abgestorbene Wurzeln sein, das kann Filz sein. Also praktisch alles, was an Organik in der Tragschicht halt sich befindet. Wie gesagt, der Wert von 4,8 ist auf jeden Fall ein guter Wert. Trotzdem, zur mikrobielle CO2, das ist die mikrobielle Aktivität, so habe ich dich verstanden. Genau, das ist die Aktivität des Bodens. Genau, und die liegt jetzt bei 89. Auch dieser Wert muss natürlich erklärt werden. Muss ich ehrlich sagen, ich habe eigentlich gedacht, die ist höher bei dir.
Ah, da hatte ich schon eigentlich über eine 100 erwartet oder so. Ich meine, es gibt auch Golfgrüns, die haben über 100 oder an die 200 sogar. Also das ist schon sinnvoll, also hier auch das Bodenleben natürlich noch weiter zu verbessern. Genau, und okay. Was ich jetzt halt noch dazu, ist es halt auch so, der Boden war teilweise unten schon sehr dicht, ne? Also ja, wie gesagt, zusammengeklebt, da war wenig Luft drin und wo halt auch keine Luft ist, da kann halt auch nicht viel Leben sein. Wieder Stichwort mechanische Maßnahmen, also mit Vollspoons, mit diesen dünnen Tiny Spoons, also genau, schön den Boden perforieren, dafür sorgen, dass Luft eben in den Boden reinkommt. Wenn ich halt jetzt da einen Einstich mache, dann müsste ich halt auch gucken, dass ich diese Kanäle halt irgendwo offen halte, dass dieser Kanal da bleibt, dass Luft hinkommt, dass man dann halt dann auch gröbere Sande da einarbeitet, ne? Dass da halt einfach dieser Lufthaushalt gewährleistet ist. Und wenn der Lufthaushalt gewährleistet ist, dann und ich dazu noch gute Dünger dünge, dann ist da auf jeden Fall das gewährleistet, dass dieses mikrobielle Bodenleben steigt. Ja, CN, Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis 14. Was soll das ideal sein? Du hast mal gesagt, also, 12 wäre optimal. 12 ist optimal, also bei 14,1 würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Okay. Und wie gesagt, dieses CN-Verhältnis ist jetzt in dem Fall auch nicht wirklich ausschlaggebend. Okay, danke. Mhm. Ja, man sieht immer, ne, man trägt mit den Düngern doch relativ viel Schwefel in den Boden ein. Da kriege ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich immer das Wort Schwefel höre. Das sieht ja auch hier relativ hoch aus. Ja, also wie gesagt, in dem Fall kann man ja auch den roten Balken rot lassen und der Wert ist hoch, ja. Wie gesagt, Schwefel ist halt unbedingt, wird unbedingt benötigt, um halt auch diese Stickstoffumsetzung zu fördern. Ja? Ja. Wenn er natürlich zu viel ist, also wie gesagt, das ist jetzt auch noch im Grenzbereich, da haben wir bei Schwefel, da können wir schon, warte mal, jetzt haben wir bei dir 56, also da ist der Grenzwert 50 ungefähr, aber jetzt 50. Bis zu 6 drüber, ja, 40 bis 50, das ist jetzt leicht drüber, da brauchst du jetzt auch keine Gedanken machen, das habe ich auch schon anders gesehen, dass das dann wirklich weit oben war und ich sage halt auch immer, wenn ich dann mit den Kunden bespreche, ja, wie war es denn übers Jahr, war es wirklich so schlecht oder hast du das gemerkt, dass da einfach auch zu viel Schwefel ist und wenn die mir dann sagen, ja, nö, eigentlich alles okay, dann weiß ich auch, okay, dieser hohe Wert war jetzt nicht wirklich negativ beeinflussend. Woran sieht man denn, dass das Schwefel kritisch werden könnte? Was weißt du das, was da passiert dann mit der Pflanze? Also wie gesagt, wenn Schwefel wirklich hoch ist, dann wirkt es halt toxisch, ne? Also ich denke mal, das wirst du dann schon merken, wenn da wirklich zu viel Schwefel drin ist, dass dann die Gräser die Biege machen, ne? Das ist genauso wie mit dem Chlorid. Der Wert ist bei dir auch okay und der Chloridwert, das ist mit 34 alles in Ordnung, ja. Okay. Und die zwei Werte, ich meine, wenn die wirklich da irgendwo ausschlagen nach oben, dann kann es schon sichtbar werden, dass die Gräser ein Problem haben, ne? Müssen wir zum Nitratstickstoff etwas sagen? Der ist, ja. Ja, kann ich auf jeden Fall was sagen. Gutes Stichwort. Wir haben ja gestern darüber schon gesprochen, halt über den Schneeschimmel. Oder wir haben die Bilder mal angeschaut und es ist auf jeden Fall Schneeschimmel da. Ich habe auch zu dir gesagt, Andreas, der Schneeschimmel ist für mich ehrlich gesagt kein Problem. Der kommt und im Frühjahr ist er relativ schnell wieder verschwunden. Aber du hast jetzt halt gewissen Schneeschimmelbefall auf deiner Fläche. Und wenn ich jetzt mir den Nitratstickstoffwert von 16 halt anschaue, ist das eigentlich auch nicht verwunderlich. Okay. Auf Golfgrüns zum Beispiel will ich hier ungefähr so einen Wert von 2 haben. Also, was mal kurz übersetzen, Christian, das heißt, ich habe doch schon noch zu spät stickstoffhaltigen Dünger ausgebracht. Ja. Und der hat sich jetzt eben nicht abgebaut und macht die Pflanze doch weich und anfällig gegen Schneeschimmel. Ne, das ist ja auch in der Sommerdüngung. Wenn ich halt einfach zu viel Stickstoff gebe, dann sind die Gräser weich, weil viel Wasser halt eingelagert wird. Und dann steht es natürlich auch nicht so optimal grad hoch. Ich meine, das haben wir ja auch schon mal besprochen, dieses borstenartige, genau. Gräser stehen. Und ich meine, das ist halt so, Stickstoff macht halt die Pflanze einfach weich. Das wird nie ohne Stickstoff gehen. Aber ich kann das schon auf ein gewisses Maß reduzieren, um da halt einfach gesunde Gräser zu fördern. Wir wollen ja keine
wir wollen ja keine landwirtschaftlichen Gräser, die aufgepumpt sind mit Stickstoff und die dann halt explodieren und wachsen, sondern wir wollen ein gesundes, gleichmäßiges Wachstum. Und deshalb muss man da halt einfach gucken, dass man da reduziert wird. Dann kommen wir zu den Basensättigungen. Zur Basensättigung, zur CEC müssen wir erklären, ist die Kationenaustauschkapazität, das ist Englisch hier, also ins Deutsche übersetzt, Kationenaustauschkapazität von 8,9. Der Wert 8,9 ist auch ein guter Wert. Ich meine, Wert von der Calcium, der Wert von der KAK, also von der Kationenaustauschkapazität, ist auch ein bisschen abhängig vom Calciumwert. Also wenn ich kann da schon Schlüsse zurückführen, wenn den Makronährstoffen die Summe vom Calcium relativ hoch ist, habe ich in der Kationenaustauschkapazität auch einen höheren Wert. Das ist positiv ist auf jeden Fall. Ja. Ne? Wie gesagt, bei der Kationenaustauschkapazität, da ist natürlich, wenn ihr jetzt ein Golfgrün habt, da bin ich froh, wenn der irgendwo 2,5 hat. Aber ein Wert von 8,9 ist auf jeden Fall gut, ist noch ausbaufähig, aber ist ein guter Wert. Also ich habe es ja so verstanden, also diese Kationenaustauschkapazität, es ist also eben eine Kapazität, eine Aufnahmefähigkeit. Genau. Ja, und je höher halt dieser Wert ist, desto besser ist die Aufnahmefähigkeit von den Kationen, die wir düngen. Und desto besser können sich halt diese Nährstoffe in Form von Kationen an die Bodenkolloide andocken. So habe ich es verstanden. Genau. Also ist logisch. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird eben dieser Nährstoff einfach nur weggespült. Dann wird er ausgewaschen, weil der ist ja praktisch dann in der Bodenlösung. Und das, was in der Bodenlösung ist, das ist ja auch schon von der Pflanze aufnehmbar. Aber wenn da halt zu viel ist, dann wird es ausgewaschen. Genau. Also wie gesagt, da gibt es auch schöne Grafiken im YouTube zum Beispiel, wo man sich das auch mal bildlich anschauen kann. Christian, wenn du so einen Link hast, den können wir ja mal in die Beschreibung reinsetzen. Genau. Dann kann man sich das vielleicht nochmal genauer angucken. Dann gucke ich mir auch nochmal gerne an. Da merkt man schon, das ist schon übelste Chemie. Habe ich in der Studie nie gemocht. Ja, ich auch nicht. Also kommen wir noch zu den Spurennährstoffen. Wir hatten es ja schon gerade angedeutet. Eisen ist schon bei mir tatsächlich ein Problem. Also mein Boden hat sehr viel Eisen, auch schon seit vielen Jahren ist dieser Eisenwert immer doch ziemlich hoch. Wie gesagt, also der Wert ist hoch, ja. Ich meine, ich habe das auch ab und zu auf Golfgrüns, aber da kann ich das schon herleiten, dass das halt irgendwas sehr Eisenhaltiges gedüngt wurde. Aber ich gehe halt auch davon aus, oder das hast du, glaube ich, auch schon bestätigt, dass die Böden bei euch da oben eigentlich halt auch eisenhaltig sind, richtig? Ich kann es mir nicht anders erklären, wo dieser Eisen herkommt. Da müsst ihr halt mal irgendwie auf anderen Flächen oder den Ackerboden nebendran mal beurteilen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich meine, der Wert ist jetzt nicht utopisch hoch, er ist leicht höher. Ich wollte eigentlich bis 150 ist so die Maximalgrenze. Wir haben jetzt hier 159, ist aber auch nicht bedenkenswert. Ich meine, Eisen ist ein essentielles Element, das braucht die Pflanze, um zu überleben, also ohne Eisen geht es auch nicht. Ja. Schön wäre natürlich, wir würden da ein bisschen das reduzieren können dann übers Jahr, dass man da halt wirklich bewusst darauf achtet, dass man halt gering Eisen düngt. Und da kann man natürlich dann auch noch Bodenbearbeitung machen und da halt auch noch nachhelfen, dass ich mechanisch da unten halt auch die Poren aufmache, ja. Und Eisen kann auch durch Bakterien und so abgebaut werden zum Beispiel. Und also wieder das Thema Aufmachen, genau. Lüften, mechanische Bearbeitung des Bodens. Ja, da kommt keine Luft dran und wo keine Luft dran kommt, da ist dann auch keine Umsetzung Oxidation. Keine Oxidation, genau. Also wenn du jetzt irgendwann mal vielleicht da tiefer runter in die unteren Schichten stacheln kannst und dann mal ein Profil ziehst und hoffentlich genau den Kanal triffst, wo du ein Loch hast, dann wirst du da wahrscheinlich auch das Eisen sehen können. Also wirklich per Auge sehen können. Ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen. Wir beobachten das. Im Plan ist das berücksichtigt, dass wir da auf jeden Fall nicht irgendwie mit Eisennetz kommen. Ja. Und von dem her alles gut. Die anderen Mikronährstoffe, Spurennährstoffe? Die sind teilweise nicht essentiell. Es ist nice to have, sage ich da immer. Also wie gesagt, wenn wir da jetzt mal das alles anschauen, diese ganzen von Molybdän bis Bor runter,
Und wir würden uns jetzt die Linien denken von den 150, ja, und da wollen wir alle Striche da vorne haben. Das wirst du nie sehen. Das wirst du in Ja. keinem Golfgrün sehen, bei keinem Sportplatz sehen. Das ist einfach unmöglich, diese Werte so weit nach oben zu treiben. Ist aber auch nicht groß von Nachteil. Genau. So, die Leitfähigkeit, Leitfähigkeit. die elektrische Genau. Leitfähigkeit. Also die elektrische Leitfähigkeit ist eine Punktlandung. Da Oh. ist ein Wert von 2,61 anzustreben. Also die Leitfähigkeit oder der IC-Wert. Ja. Es ist praktisch, ja, wie viel Salz ist in dem Boden gelöst. Also praktisch ist der Salzgehalt im Boden. Ohne Salz geht es nicht. Wir brauchen Salz im Boden. Auch der menschliche Körper braucht Salz. Aber wenn natürlich zu viel davon da ist, ist das natürlich auch wieder negativ. Aber der Wert ist auf jeden Fall top. Das ist ein Top-Wert. Und Oh, top, muss ich grün machen. nö, also wie gesagt, kleine Balken grün machen und Warte mal. ne, da sind wir schon wieder bei dem Thema halt, ne? Weil wenn du jetzt rausscrollst, dann sind wir irgendwo, glaube ich, im Bitte? Mittelwert. Und deshalb einfach auch diese Erklärung nochmal am Anfang, dass man das halt einfach nicht über einen Kamm scheren kann da oben. Ne, da bist du jetzt bei gering eigentlich, ja. Und das ist ja, wie gesagt, in dem Fall eigentlich komplett falsch. Ja, Christian, sind wir erst durch hier mit der Bodenanalyse. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich fand es unglaublich spannend. Ich bin gespannt, was die Zuschauer dazu sagen. Ich schalte jetzt mal wieder um, dass man mal Ja, wie gesagt, doch also wenn hört. da auch irgendwas nicht klar rüberkam, bitte in die Kommentare reinschreiben, dann beantworten wir das nochmal separat, weil manchmal stehe ich da ein wenig auf dem Schlauch. Nee, Ne? kein Problem. Ja, also das natürlich. Ne? Bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr dazu noch spezielle Fragen oder Anmerkungen habt. Wir werden uns natürlich die Kommentare auch gemeinsam anschauen. Und ja, sind Also jetzt schon ganz, fast. ganz kurz nochmal, ich meine, nur nochmal zum Abschluss, die Analyse ist gut. Also nur, dass du mal für Danke. dich weißt, ich hätte anderes erwartet, aber die Analyse ist eigentlich gut. Wir haben da nicht große Punkte, wo man da jetzt wirklich groß, massiv irgendwas reduzieren müssten oder halt jetzt gut außer das Eisen. Ne? Aber im Prinzip ist die Bodenprobe wirklich okay. Ja, und gut. Das ist schön. Also Okay, da das hatte wollte ich ich jetzt dir ein jetzt bisschen nur noch Angst mal gehabt. zum Abschluss sagen, weil du da so ein bisschen Bedenken hattest, um Gottes Willen, was kommt da raus? Ne? Genau. Also alles gut. Okay? Sehr cool, sehr cool. Danke, Christian. Bitte, bitte. Nee, Okay, das wird das schon. war's. Mach's gut und Ciao, wir sehen uns beim danke, nächsten bis Mal. bald. Wir sehen Ciao. uns. Ne?